Der verregnete erste Trainingstag in Motegi gab den Motocbassen einen Vorgeschmack auf das restliche Wochenende. Bis einschließlich Sonntag soll es kalt und nass bleiben, die Abstimmungsarbeit am Freitag umso wichtiger. Für Marc Marquez begann der Motegi GP mit einer überlegenen Bestzeit. Um 0,875 Sek führte der Honda Star die Zeitenliste an. Im zweiten Training kamen die Gegner näher. Für den Weltmeister reichte es nach Sturz hinter Andrea Dovizioso zu Platz 2. Anführungszeichen, es ist echt kalt, aber für alle gleich. Insgesamt bin ich mit dem Tag zufrieden, wenn man mal den Sturz außen vor lässt, Anführungszeichen, sagte der 24-Jährige. Der Sturz geschah für den Spanier völlig unerwartet. Anführungszeichen, ich war mit einem neuen Reifen für einen Long Run auf die Strecke gefahren, Anführungszeichen, erklärte der Repsol-Pilot. Anführungszeichen, doch das gute Gefühl war nicht mehr da, und der Hinterreifen produzierte kaum Grip, die Rundenzeiten waren dennoch nicht schlecht. Plötzlich passierte dieser merkwürdige Crash. Ich war gerade am Gas, und dann bewahrt einem die Traktionskontrolle eigentlich vor einem solchen Sturz. Es passierte aber urplötzlich, und ich stürzte. Daran müssen wir offensichtlich noch arbeiten. Anführungszeichen.